Eurowings sagt in Form vom CEO, dass die Krise im Sommer abgehakt sei. Die Lufthansa reduziert die 747-400er-Ziele im Februar radikalst. Und als drittes Thema, was nehmen wir da? Nehmen wir was Schönes. Die Lufthansa fliegt das Team DÖ nach Peking zu den Olympischen Spielen. DÖ wie D. DÖ wie D. Na dann. Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff. Heute mit dem Lufthansa Group Update. Ja, ihr merkt es schon, ich bin heute faul. Ich mache heute nur eine Ausgabe. Kann ich wahrscheinlich auch so beibehalten, damit wir nicht diesen Sendestress hier bekommen. Aber nichtsdestotrotz, wie immer gilt an dieser Stelle, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten und gebt uns ein Like. Ihr könnt natürlich auch bis zum Ende gucken und dann erst das Like geben, aber gebt das Like. Danke dafür, dass ihr das getan habt, weil das Danken kommt immer sehr gut. Deshalb mache ich das jetzt, glaube ich, auch als Standard. Ja, danken ist ja immer gut. Ist ja auch höflich, finde ich wunderbar. Ja, ich glaube, und da sind wir auch schon beim ersten Thema, dass sich die ITA, die KLM, Air France KLM, Lufthansa auch irgendwie so bedankt im Moment bei der Situation. Und du hattest ja in einem Beitrag, unter einem Beitrag, von einem Beitrag kommentiert, Kommentarfunktion, gesagt, du wolltest mehr über die ITA reden. Ich weiß, du hast gesagt, es ist fast alles gesagt, aber die ITA selber ist ja der Meinung, sie würden alleine nichts werden und deshalb müssen sie mit der Lufthansa MSC was machen. Warum aber nicht mit der Air France KLM? Ja, das ist halt die große Frage. Wahrscheinlich hier sieht man in der Lufthansa und halt auch in der MSC den solventeren und attraktiveren Partner. Und meine Anmerkung dahingehend, dass wir darüber nochmal reden müssen. Es war ja klar, dass der große Wettbewerber Air France KLM da sicherlich nicht so richtig glücklich drüber ist. Und ich weiß nicht, wie britische Airways und IAG das sieht. Sollte es tatsächlich zu einer Übernahme, Zusammenschluss, Kooperation, wie auch immer kommen, dann hat die Lufthansa in Europa natürlich, sage ich mal, zu den anderen beiden einen wirklich großen Abstand gewonnen. Und ich kann aus deren Sicht nachvollziehen, dass die da vielleicht nicht so super glücklich drüber sind. Und das setzt die anderen ja auch ein bisschen unter Zugzwang, eventuell noch andere Luftfahrtgesellschaften, die in Europa quasi zum Verkauf stehen, zu übernehmen. Nicht, dass am Ende es nur noch die Lufthansa in ganz Europa gibt. Ja gut, die Gefahr im Moment besteht ja nicht wirklich, dass die Air France KLM da was macht bei der ITA, weil die haben ja die Staatshilfen nicht zurückgezahlt, damit sind sie halt quasi gehemmt. Sie versuchen natürlich die Option, sich offen zu halten. Am Ende des Tages natürlich, wir wissen alle, dass die Air France KLM sich nicht wirklich durch Liebe auszeichnet. Und wenn man dann jetzt nochmal die Italiener dazu nimmt, dann hat das Ganze noch ein bisschen mehr Feuer in der ganzen Konstellation. Verstehe ich alles. Und trotzdem ist ja die Möglichkeit, dass irgendjemand sich in Frankreich besinnt, alles klar, wir kaufen jetzt bei der Bude irgendwas auf, damit ist der Staatskredit dann zurückgezahlt und dann können die Schwuppsdiwupps natürlich auch kaufen. Eine andere Strategie, die dahinter stecken kann, die ich sehe, ist, dass man eventuell den Preis für die Lufthansa auch nur hochtreiben möchte und sagen möchte, hey Lufthansa, zahl mal richtig schön Knete. Klar, also das ist Wirtschaft und da wird natürlich auch ein bisschen gepokert, das ist doch völlig klar. Nichtsdestotrotz, die Aussage der ITA, dass man alleine natürlich nicht bestehen kann heutzutage, und die Alitalia hat es ja im Grunde gezeigt, dass die irgendetwas machen müssen, was über eine Mitgliedschaft in einem Luftfahrtbündnis hinausgeht, sehe ich als logisch an. Warten wir es ab in den nächsten Wochen, Monaten, eher Wochen wahrscheinlich, wird es da ja sicherlich Neuigkeiten geben. Ganz genau, weil die Kuh ist noch nicht vom Eis, weil man ist ja erst quasi im Datenraum und hat sich halt so diese drei Monate da ausgedungen. Schauen wir einfach mal, was passiert, auch um einen Bieterwettkampf zu beenden oder gar nicht erst anfangen zu lassen. Der Anfang war ja wohl so ein bisschen zaghaft mit Delta, aber Thema durch, warten wir ab und gucken, wie viel Wasser am Kölner Lufthansa-Sitz noch im Rhein vorbeifließen muss. Wir werden ganz schauen wir mal. Ein
Anderes Thema ist in diesem Fall ja auch noch die Staatshilfe der Lufthansa, die zwar zurückgezahlt ist, aber der Töchter. Und da gibt es ja die Freunde aus Brüssel. Brussels hat schmale 290 Millionen Euros verballert. Also die haben den kompletten Staatskredit benutzt, haben von der Lufthansa nochmal eben 170 Millionen bekommen, weil die Lufthansa musste Geld geben, damit der Staat auch Geld gibt. Also da ist jetzt erstmal Schicht im Schacht mit den Subventionen. Und wenn man sich das weiter anschaut, dann hat man ja die Flotte restrukturiert um 30%, 25% hat man das Personal gekürzt. Das nennt man ja auch restrukturiert. Ich weiß nicht, warum man das einfach entlassen, denn dieser Euphemismus ist ja immer wieder eigentlich zum Kotzen. Weil dann, das ist so ein Code. Ich bin restrukturiert worden, also mit anderen Worten entlassen. So, Schatz, ich bin jetzt länger zu Hause morgens und abends. Eigentlich durchgängig jetzt hier geöffnet zu Hause. Weil ich nämlich restrukturiert wurde. Ja. Aber da müssen wir doch auch mal gucken, warum hat das keinen Einfluss auf die ITA, Mario? Also warum kann die Lufthansa trotzdem verkaufen? Weil die Brüssels hat die Knete nicht zurückgezahlt, Swiss hat, glaube ich, auch noch Knete und die Austrian hat ja auch noch Knete. Und von Air Dolomiti weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht wirklich. Aber warum dürfen die dann ITA jetzt kaufen und die Air France KLM nicht? Ja, weil das eine geschickte Gruppenkonstruktion ist und insofern steht die Lufthansa, zumindest der Teil der Lufthansa, der die ITA kaufen will, quasi alleine da. Und die anderen Gruppenunternehmen sind halt Teil einer Gruppe. Das sind halt Konstrukte, wie sie halt in großen Aktiengesellschaften durchaus öfter zu finden sind. Damit, wenn eine Tochter oder ein Unternehmen die Puppe runtergeht, nicht gleich das Gesamtunternehmen scheitert. Eventuell auch steuerliche Gründe, weil man kann natürlich von verschiedenen Standorten... Natürlich, das kommt natürlich hinzu. Das kennen wir ja nur bei ganz großen Unternehmen. Eins kommt ja so ein bisschen aus der Nähe, geografisch gesehen, wo du lebst. Und die verkaufen so selbst zusammenbaubare Möbel. Die sitzen ja mit ihrem Hauptsitz auch nicht da, wo man sie vermutet, sondern in den Niederlanden. Und das hat auch steuerliche Gründe. Ja, deshalb heißen die auch IKEA BW, was ja eine holländische oder niederländische Gesellschaftsform ist. Und in dem Kontext sollte natürlich das Irish Double Dutch Sandwich genannt werden. hieß das so? Ich weiß gar nicht mehr. War es so, ne? Irish Double Dutch, oder? Ja, Sandwich. Ich glaube, ja. Keine Ahnung. Leider machen wir nicht so viel Umsatz, dass ich mich da weiter mit beschäftigen durfte, musste, konnte, wollte. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall steuerliche Gründe. Also schauen wir uns das an. Brussels, das Geld ist ja anscheinend auch da, wenn man die Alitalia, ITA, wobei ich kann ja Alitalia sagen, weil ITA ist ja Teil von Alitalia, falls du es mal gelesen hast. Ne? Ja, richtig. So. Und der Markenname kommt ja wieder, ich sage es euch. Ich war schuld, weil ich mich nicht umgewöhnen wollte. Natürlich, wer sonst? Nein, es lag am Papst, der konnte da sich nicht mehr umgewöhnen. Der musste weiterhin Italia, Alitalia sagen. Ganz genau. Ja, Swiss ist auch näher an Italien ran, aber, wie habe ich so schön getitelt, Impfverweigerer haben keine Zukunft bei der Swiss. Nee, haben sie nicht. Hat die Swiss aber ja schon doch relativ lange angekündigt, dass man gerne möchte, dass sich die Crews durchimpfen und dass man, glaube ich, letztes Jahr im August schon angekündigt, und dass man sich dann im Zweifel von den Kolleginnen und Kolleginnen auch restrukturiert, mit anderen Worten, dass man sich von ihnen trennt. Und ja, da kommt es jetzt zu. Was auf der anderen Seite natürlich dazu führt, dass man dann natürlich Personalengpässe hat, zumal man ja wohl auch schon durch die Omikron-Variante Probleme mit dem Krankenstand hatte. Jetzt entlässt man Leute. Irgendwoher müssen die natürlich dann wieder ersetzt werden, insbesondere vor dem Hintergrund, sollte der Sommer eventuell so unbeschwert werden, dass wieder eine höhere Nachfrage nach Flügen besteht. Ja, das ist so. Vor allem, was ich spannend finde, ist, dass es da einen
Eskalationsplan gibt, der mit der Gewerkschaft abgesprochen ist. Das klingt ja. Das ist auch geil. Eskalationsplan. Ja. Also da so mehrere Stufen und wenn du nicht dann. Lustigerweise hatte die Austrian ja dann in das Horn geblasen, wir brauchen das nicht, wir haben all diese Probleme nicht, aber die haben auch jetzt die Impfpflicht. Und in dem Fall sehe ich es eigentlich als richtig an, weil wir müssen ja mal ehrlicherweise sagen, dass eine Flottenplanung, eine Crewplanung sehr, sehr komplex ist. Ja. Im Gegensatz zu einer Cola in die Lounge zu bringen. Klassiker. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es natürlich dann für die Crews natürlich noch schwieriger, mit solchen Sachen zu operieren. Ich weiß das zum Beispiel von Emirates, dass Emirates zum Beispiel gewisse Crews konnten nur nach Amerika fliegen, weil sie Visas hatten. Oder nach Europa, weil sie Visas hatten. Also das heißt, bei Emirates ist es halt relativ komplex, aber bei 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern bevor Covid, sogar drüber, ist natürlich eine gewisse Komplexität, schweres Wort, nicht zu vermeiden. Aber bei einer Swiss... Nee. Da muss man das ja nicht unbedingt haben und deshalb. Also insofern, lustig ist es, dass das jetzt dazu führt, dass man Leute wieder einstellen muss. Und es gab ja auch irgendwie eine Prämie, ne? Die haben ja irgendwie Geld geboten, dass man bleibt und so weiter. Ja. Nächstes Thema, was etwas appetitlicher ist, Team Deutschland. Team Deutschland, Lufthansa, ne? Fliegt mit der Lufthansa, mit einem meiner Lieblingsflugzeuge, der 747-8, nach China, obwohl die Lufthansa da ja sonst nicht mehr so oft hinfliegt im Moment. Aber das ist natürlich ein Sonderflug mit der Brandenburg, soweit ich weiß, gehen 400 Athleten auf, Athletinnen auf die Reise zu den Winterspielen nach China. Und, Athleten, du kannst auch Athletende sagen. Ja, nee, das lehne ich ja grundsätzlich ab. Ja, Athleten sind sie ja nicht, wenn sie im Flieger sitzen, sondern nur, wenn sie es dann tatsächlich tun. Also auf dem Weg dahin sind es Athleten und Athletinnen oder Athletinnen und Athleten. Potenzielle, ja genau. Das Gepäck und alle Ausrüstung ist wohl auch schon vorher rüber geflogen worden. Aber 400 Leute, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer darf in der First Class sitzen? Wahrscheinlich die ganz wichtigen Mitglieder des Nationalen Olympischen Komitees. Wer darf in der Business Class sitzen und wer muss dann hinten in die Holzklasse beziehungsweise in die Premium Economy? Eine gute Frage sicherlich, denn man kann ja nicht alle nach vorne oder alle nach hinten setzen. Schauen wir mal. Ich nehme mal an, die Offiziellen, die mit Sport am wenigsten zu tun haben, die sitzen wahrscheinlich am weitesten vorne. Die kennen ja auch keine andere Buchungsklasse, weil sie sonst nicht anders nicht gehen. Wahr. Aber wir wollen unseren Aviation Geeks noch so ein bisschen Insider-Informationen geben. Und zwar war das Flugzeug, was benutzt wird die Delta Alpha Bravo Yankee Alpha sein. Und wir wissen sogar, wer geflogen ist. Das ist der Flugkapitän Christian Laie. Ich weiß gar nicht, was das in dem Zusammenhang zu sagen hat, aber es wird extra erwähnt. Was ich aber auch spannend fand, war, dass die Crew die fliegenden Athletinnen und Athleten in der Business Class Lounge begrüßt hat. Also insofern, da gab es einen Umtrunk und noch etwas Fototermin. Und dann hat sich ja auch der Herr Fröse, glaube ich, war es? Ist es der Fröse gewesen? Ja. War Fröse? Glaube, ne? Weiß nicht, muss ich gerade nachmachen. Ich glaube, der Fröse war da. Und andere Lufthansa, wichtige Leute, und haben da nochmal abgefilmt und abgefotografiert und Winke-Winke gemacht. Finde ich einen sehr guten Zug, zumal die Lufthansa ja das auch, glaube ich, als Werbemaßnahme sieht. Aber da wurde jetzt nichts draufgeklebt auf dem Flieger, so wie Siegerflieger oder Fanhansa oder irgendein Quatsch, ne? Ja, na, ist auch schwierig. Man weiß ja nicht, ob man überhaupt Sieger wird, ne? Also, ja, man, ob das in China erlaubt ist, was man da so sagt. Also insofern, genau, Klaus Schröse war rein. Klaus war da. Ja, ansonsten Corona-Maßnahmen und so weiter und so fort. Also, aber man hat hier eine 747-8 genommen, was auch interessant ist, weil die Lufthansa ja eigentlich 747-400er wie Sand am Meer hat. Warum? Ja. Weil sie nicht, also erstmal, weil man sie grundsätzlich zurückgeholt hat und zweitens mal, weil sie im Moment nicht fliegen. Zumindest nicht mehr so wie im Dezember und im Januar, sondern es im Februar nur zwei Destinationen gibt.
für die 747-400. Und zwar gehen die, soweit ich weiß, nach Indien, nach Delhi und Dubai. Nee, nach Dubai und Delhi, so war es. Nicht ist, wie Indien. Dubai, Delhi, Hauptsache Indien. Nein, also hier nur ein kleiner Insider, weil ich ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt habe. Die Emirate werden ja dieses Jahr 50 Jahre und, sind letztes Jahr 50 Jahre geworden, wenn dieses Jahr 51 Jahre. Und bevor die Emirate als UAE waren, hat man dort mit indischen Rupies gezahlt. Also das heißt, und der Handel zwischen UAE und Indien war sehr groß und die schwarzen Abayas und Dishdash, das sind eigentlich saudische Kleidungsstücke, davor haben die diese indischen Klamotten getragen und man sieht das eigentlich, vor 20, 30 Jahren hat man es noch gesehen, nicht in Dubai und Abu Dhabi so viel, aber zum Beispiel Ras El Khaimah, Fujairah und so weiter, also insofern nur das als Hinweis, deshalb ist Indien nicht ganz falsch. Und noch ein anderer lustiger Gag ist, die nationale Airline von Indien heißt übrigens Emirates. Nicht anders. Also ja, weil Emirates halt so viel nach Indien fliegt und ganzen Inder mit Emirates fliegen, das ist halt das. Da wird ja fast jedes Kaff angeflogen von Emirates. Ja. Aber wir werden jetzt sehen, wie das, und das ist jetzt meine Exkursion auch wieder zu Ende mit Air India, die ja zurück zu Tata gegangen ist, zur Tata Group, die ja Air India gegründet hat ursprünglich. Die ja auch mehr Pünktlichkeit machen wollen, da dann wird. Aber lass uns jetzt wieder zurück zu 747-400 zurückkehren. Und da ist es halt so, da wird in der Tat nur noch Dubai und Delhi angeflogen. Vorher war es ja noch Rio de Janeiro und Seoul, Shenyang und so weiter. 8 Flugzeuge sind in der Flotte, 6 sind, glaube ich, mittlerweile wieder aktiviert, ne? War das so? Ich glaube, ja. Ja, mit 6 aktiven und die Flüge, die man hat, sind nur 98 Flüge in diesem Monat Februar, aber das kommt danach wieder. Also insofern da keinen Stress aufkommen lassen. Und im März gibt es 9 Strecken. Möchtest du uns nennen? Nee, die möchte ich nicht alle nennen. Ich glaube, die nennen wir dann im März. Es geht dann, glaube ich, nach JFK, nach Delhi, nach Seoul, Boston, Vancouver, Mumbai, Hongkong und Bangladore. Aber was ich noch sagen wollte, eigentlich hatte ich, ich habe es immer noch vor, im Sommer Richtung Florida zu fliegen. Und da war bei der ursprünglichen Buchung auch die 747-400 vorgesehen. Und ich hatte mir den 4G ist es, glaube ich, 4D, den Einzelsitz besorgt, den es dort gibt. Aber nun ist das Flugzeugmuster ein A340-300, was ich sehr bedauerlich finde, weil ich durchaus sehr gerne mit der 747-400er geflogen bin und weiterhin fliege. Aber man hat das Fluggerät gewechselt. Sehr bedauerlich. Ja, das ist unangenehm, um es mal mit milde zu formulieren. Und hier mein Anruf und Aufruf an Herrn Carsten Spohr. Schämen Sie sich. Der Herr Hofmeister hat sich so gefreut. Shame on you. Ach, so weit will ich nicht gehen, aber egal. Wenn jetzt wieder die 747-400 kommt, weißt du, Mario, ne? Bei Minute, wie viel? Ich weiß es nicht. Bei Minute 17 oder 16 oder irgendwas. Da war der Aufruf und sollen wir das Video nennen? Mario und Lars zerstören Carsten. Nein, das, so weit würde ich nicht gehen, das wollen wir ja nicht machen. Ja, Eurowings, auch eine Tochter der Lufthansa, die man erwähnen darf, kann, muss, will. Und in dem Fall hat sich dort der CEO, der Herr Bischof, der Jens, hat sich da geäußert und sagt, im Sommer ist Krise ist vorbei, wa? Ja, Abfahrt. Türen schließen automatisch, also ich weiß nicht. Ja, wie stellt er sich das denn vor? Also, naja, er geht davon aus, dass die Omikron-Welle im Sommer mehr oder weniger vorbei ist und das Sommergeschäft ohnehin das stärkste Geschäft innerhalb des Jahres für die Eurowings ist. Und untermauert das mit einem Beispiel und sagt, wir werden von 20 europäischen Flughäfen alleine 380 Mal in der Woche Malle anfliegen.
Und ja, das ist schon eine beachtliche Zahl. Hinzu kommen ja auch noch andere Flüge. Und er geht auch wohl davon aus, dass die dann relativ voll sind und es keine Reisebeschränkungen gibt und nichts weiter passiert. Den Optimismus in allen Ehren. Ich hoffe, es kommt soweit. Ich wäre ohne Frage dafür. Aber man weiß ja nicht, was nach Omikron kommt und ob es wieder Verschärfungen gibt. Im Moment sieht es nicht so aus. Aber magst du im Moment die Glaskugel spielen, was im Sommer so alles noch passieren könnte? Ich weiß es nicht. Also wenn ich es könnte, hätte ich Lotto gespielt, dann würde ich auch quasi Löcher in den Händen haben, Gras aus den Taschen wachsen und wäre dann auch so quasi vielleicht nicht mehr hier. Würde euch hier belästigen. Sich das alleine machen hier. Wäre vielleicht einfacher manchmal für mich. Ja. Ist so. Nein, aber ernsthaft, man will 750 Leute einstellen, also insofern ist das schon... schon okay. Und Optimismus ist, glaube ich, bei CEOs zwanghaft wichtig, weil teilweise würde man ja sonst wegen Depressionen sich erschießen müssen und das so, Leben ist dann traurig. Also das ist okay. Und du hast das ja schon angeteasert, die Mallorca-Rutsche 380 Mal pro Woche. Ne? Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Also 380 Mal. 380 Mal, ja. Alter, das ist ja, wie oft ist Air Berlin eigentlich geflogen? Ja, wahrscheinlich ähnlich. Also ich erinnere mich noch, ich war das letzte Mal auf Mallorca, schon ein paar Jahre her, aber hatte da ein wunderbares Apartment mit Blick, zumindest nicht mit Blick, es war doch relativ weit weg, aber zumindest in Sichtweite der Einflugschneise. Und es war tatsächlich immer so, wenn du da auf dem Balkon gesessen hast, also ich weiß nicht, gefühlt sind da im 30-Sekunden-Takt die Flieger runtergegangen bis zum späten Nachmittag und dann ging es genau andersrum. Dann sind sie gefühlt im 30-Sekunden-Takt alle wieder abgezogen. Also da herrscht schon ordentlich Betrieb auf Mallorca in der Hauptsaison. Ja, und was ich spannend finde, in dem Zusammenhang hat Jens Bischoff ja auch gesagt, man sei keine Billig-Airline, sondern eine Value-Airline. Ne? Und eine preisgünstige, ja, das ist klar. Preiswert, aber nicht billig. Nicht preiswert. Das ist so geil. Vor allem, man begründet das, es gäbe Spielzeug für die Kinder. Ein großes Kino. Das unterscheidet also eine preisgünstige Airline von einer Billig-Airline. Es gibt Spielzeug für die Kinder. Da hat noch ein paar andere Sachen gesagt, aber da musste ich schmunzeln. Ja, vor allem die Meilen-Highlights, da in Erinnerung, da gibt es ja auch von, wie hieß die Firma, wo du dann die Werkzeugbank kaufen sollst, auf meine Empfehlung? Wie hießen die nochmal? Kindergut? Gut Kinder? Ja, Kindsgut. Kindsgut, Kindsgut. Kindsgut. Aktion läuft übrigens noch. Ja, natürlich. Ja, und man will halt mit eigenen Flugzeugen 100 Stück, wenn man fliegen. Im vergangenen Sommer hatte man 81, man bekommt jetzt auch die ersten A320er Neos sind es. 7 Stück sollen es bis Ende des Jahres sein. 140 Ziele soll das Netz haben. Und es wird noch eine andere Zahl, die 380 Flüge kommen von 20 Flughäfen. Das heißt also, wir müssen die 380 durch 20 teilen. Mario, hast du das mal schnell gemacht? Nee, das ist mir zu hoch. Da weißt du, da bin ich jetzt nicht so leer. Ich habe jetzt meinen neuen Design-Taschenrechner von Braun. Ja, sehr gut. Nein, dann nutzen Sie ihn doch mal. Nein, also ernsthaft. Da sieht man halt, wie viele Flüge da stattfinden. Das ist 20 Flughäfen. Das ist krass, Alter. Krass, krass, krass. Ne? Also das geht. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Eurowings wächst ja nicht nur in Deutschland oder aus Deutschland heraus und da kommen die 20 Ziele. Man fliegt zum Beispiel auch von Pristina, das liegt irgendwie im Kosovo. Ich glaube, ich bin bei der Bundeswehr nochmal. Waren wir in der Bundeswehr in Pristina? Ja. Ich glaube, wir waren in Split, wir waren in Sarajevo in den 90ern mit der Trall. Ich bin ja quasi überall abgesprungen aus dem Flugzeug seinerzeit. Ich springe nicht aus dem Flugzeug. Es macht ja keinen Sinn, aus dem Flugzeug zu springen, das funktioniert. Also das ist komplett Banane. Ist so. Aber wir hatten Hilfsgüter hingeflogen, deshalb. Das war's. Und ab 29. März geht es da nach Brüssel. Finde ich auch spannend, dass man da mit 319ern fliegt. Auch natürlich in den klassischen Business Smart und Bits-Class. Bits-Class. Basic, warum sage ich Business? Basic Smart Bits Class. Ich war von den Bits so verirritiert. Also man sieht, die wachsen halt auch außerhalb. Und ein Zeichen des außerhalb Wachsens ist ja auch,
dass man Schwedisch spricht. Also ja. Die Webseite, also Stockholm kommt immer näher, da wächst man auch. Was, also warum Schweden? Ich komme immer noch nicht dahinter, warum alle auf einmal nach Stockholm geht. Finnair geht nach Stockholm mit einer eigenen Basis. Dann die Eurowings fängt da an, wie hammerkrank zu expandieren. Und die SAS, die guckt einfach nur dumm in die Röhre, habe ich das Gefühl im Moment. Tja, also du kennst dich ja in Skandinavien besser aus, aufgrund der geografischen Nähe. Aber die wollen ja da tatsächlich sogar Crews stationieren und einen Flieger. Also man meint das scheinbar tatsächlich ernst. Und ja, für die SAS vermag das nichts Gutes zu heißen, wenn überall die Mitbewerber kommen, sogar die Mitbewerber aus der eigenen Allianz. Ne? Nee, Eurowings ist nicht Star Alliance. Das ja, ist ja der Fehler. Natürlich sind sie. Ja, natürlich ist ein Detailunterschied. Aber mal allen Ernstes, die SAS, wenn die Lufthansa sagt, nö, Eurowings ist ja kein Miles & More Partner, da sagen die doch, ja, das mag ja alles sein, aber die gehören zu euch und insofern. Die können ja schließlich bei euch Miles & More sammeln, auch wenn sie nicht zur Starlines gehören. Also, das ist natürlich Trick 17 dann. Ne? Ja, vor allem mit Selbstüberlistung. Aber ja. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du zum Beispiel bei Lufthansa Miles & More Status hast, hast du ja einige Vorteile auf Eurowings, in Anführungsstrichen. Ja. So. Aber warum man das nicht wirklich zur Starlines macht, wahrscheinlich die Kosten. Aber das wäre doch ein Incentive für die. Aber es wäre halt dann wirklich auch. Ich meine, das, was sie jetzt tun, ist ja eh ein Angriff auf die SAS, aber das wäre ja wahrscheinlich nochmal komplett ins Gesicht. So richtig mit Anlauf. Ne? Ja. Also komplett mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen, also das geht nicht. Auch hier wieder Aufforderung, kommentiert zu jedem Thema, wo ihr irgendwie eine Meinung habt, das ist für uns interessant, spannend zu sehen. Mario mag ja den Austausch auch, obwohl er sich genannterweise nicht bei jedem bedankt und bei jedem antwortet, wie ich das versuche. Ja. Ja, natürlich. Ich gelobe da Besserung. Es tut mir leid, aber es ist immer jeder gemeint. Ich bin ganz genau. Ganz genau. Das letzte Thema, wir reden hier schon wieder so lange und viel zu lang. Ja, wir sind hier bei über 25 Minuten. Ich weiß gar nicht, ich habe auch heute schon wieder mehrere Themen rausgestrichen. Ich habe zum Beispiel die Embraer, die von der Cityline zur Dolomiti gehen, haben wir nicht erwähnt. Es gibt so viele Themen. Ja, was haben wir noch nicht erwähnt, Mario? Wir hatten auch ein Thema nicht erwähnt. Ach ja, dann zum Beispiel die Lufthansa Technik, die 23er, die kommen. Da kommt ja der zweite Freighter to Cargo. Also ich habe echt einige Sachen wieder rausgestrichen. Aber man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, weil so viele Sachen passieren. Und deshalb machen wir ja gerade diese Sondersendung zur Lufthansa monothematisch. Oder Lufthansa-Gruppe monothematisch, weil es halt so viel gibt. Und ein Thema, was Mario und mir am Herzen liegt, ist Ökologie, Ökonomie, aber auch vor allem Genuss, Gourmet. Genau, ich wollte gerade sagen, das war geschickt eingefädelt, denn Nachhaltigkeit, ja gut, aber eigentlich geht es hier ums Essen. Komm, gib's zu, es geht hier ums Essen und das Essen to go sozusagen, damit nicht so viel weggeschmissen wird, wird es dann den hungrigen Passagieren, wenn sie das kurz bevor sie das Flugzeug quasi verlassen, für wenig Geld im wahrsten Sinne des Wortes versucht, in den Rachen zu schmeißen. Und ich sehe schon den Kollegen Korsten mit zwei großen Tüten aus dem Flugzeug rennen, hat da wieder günstig was abgegriffen. Aber du kannst ja noch mal das Konzept ein bisschen näher erläutern. Ich finde es im Prinzip nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde es geil. Also ich finde es monstergeil. Ja. Ich wäre da selber nicht drauf gekommen, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. So geil ist die Idee. Und zwar Too Good To Go, man kennt das ja von der Swiss, die hat das ja schon gemacht. Das ist ja auch anscheinend in der Schweiz ein Begriff. Da gibt es ja auch Aufkleber für und alles, also das ist ein Branding. Und das hat die Austrian Melangerie, wie das ja heißt. Bei uns heißt das ja einfach nur ganz fade wie Mario. Bitte? Wie heißt das bei Lufthansa? Bei Lufthansa heißt es ja nicht Melangerie, sondern Lufthansa, ich komme gerade nicht drauf, deshalb brauche ich... Tasting Heimat oder was? Nein, das Bezahlmenü, das heißt, warte, ich hole das Menü.
Onboard Delights. Ja. Tut mir leid, mea culpa. Onboard Delights, ja, war es richtig. Ja, das ist, nee, Herbst, Winter. Das wäre die aktuelle Ausgabe. Entschuldigung. Ja. Onboard Delights, aber da heißt es ja Melangerie. Und beim Österreicher hat man ja auch das Gefühl, dass man auch mit dem Vokabular schon halb gegessen hat. Also ich insofern, nein, also worum es geht, ist es einfach, dass das Essen, was am Ende nicht verkauft wird, normalerweise regen wir uns ja mal auf, dass es das, was wir wollen, nicht gibt, aber die Sachen, die übrig bleiben, werden dann quasi in eine Geschenktüte zusammengepackt und die kann man dann für schmales Geld kaufen. Das heißt also, dass man dann natürlich den Kunden das über PA ansagt. Das hat so ein bisschen was von Ryanair, wie ich gesagt habe, wir verkaufen Lose. Ja. Heute wieder in der Box haben wir zweimal Backhändel mit, mit Kartoffelsalat. Genau. Ja, kannst schon aufhören, ich nehme es. Ja, Platz 1 Cäsar, kaufen. Man könnte auch eine Auktion daraus machen, das finde ich auch geil, das wäre so Lifestyle-mäßiger. Ne? Das hätte was. Nein, aber im Prinzip hast du ja recht, bevor das Zeug einfach weggeschmissen wird oder die armen Flugbegleiter sich das reinpfeifen müssen und dann Probleme mit ihrer Figur bekommen, ist es doch wunderbar, wenn man das für günstiges Geld an die Fluggäste gibt, die können es entweder zu Hause essen, wenn das die finale Destination war, oder wenn es halt weitergeht, hat man gleich noch einen kleinen Snack. Man weiß ja nie, ob noch Pasta oder Chicken auf dem Langstreckenflug, der folgt, ist noch da ist, man weiß es ja nicht. Ja, aber das ist meistens der letzte Flug am Abend, Mario. Das heißt, du gehst ja nicht auf die Langstrecke und nimmst dann noch dein eigenes. Du, sorry, ich habe mal was mitgebracht, mach's mal warm. Also insofern, nein, die Idee ist schon nicht schlecht und die Nachhaltigkeit, das passt ja alles. Also wie gesagt, ich würde das der Lufthansa auch vorschlagen mit den Delights, dass sie das machen. Auf der internationalen Strecke findet das Gott sei Dank leider nicht statt, weil das Angebot natürlich da wesentlich langlebiger ist, was man anbietet, Gummibärchen und so weiter, also auch ökologisch alles. Ja, da bleibt uns nur zu sagen, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff mit dem Lufthansa Group Update Spezial. Und abonnieren, Glocke an, kommentieren. Hoffmeister hat die Hände für mich gemacht. Und Like dalassen. Jetzt habt ihr es bis zum Ende geschafft. Jetzt könnt ihr auch ein Like geben. Danke. Genau. Also insofern danke, dass ihr das tut. Und wir freuen uns, wenn ihr den Algorithmus bestechen könnt für uns, damit wir weiter steigen. Also danke und bis zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank. Ciao. Danke. Ciao. Jetzt aber. Tschüss.